Ja, moin moin Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wir sind gerade übelst auf der Flucht. Ich meine, wir kennen es schon, es ist jetzt nicht so schwer hier zu fliehen. Ich habe vergessen, dass wir hier nicht bei GTA sind. Oh Mann, hast du das gesehen? Weiß nicht, was du meinst. Scheiße, ich muss hier fliehen, ey. Oh Gott, lauf, lauf, Schlappe, lauf. Oh. Komme ich hier irgendwo durch? Sehr schön. Nein, da komme ich durch. Nein. Pierce, nicht sterben. Nicht sterben, Pierce. Muss irgendwo ein Ausgang sein. Wieso kommst du da nicht durch, Mann? Das wäre der perfekte Ausgang. Gottes Willen. Oh nein. Ah, hier ist die Tür. Mehr will ich nicht. Ich habe hier doch irgendwo ein Boot geparkt, ne? Du musst immer mit dem Kopf durch die Wand, hm? So bin ich. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich bin. Bei der Hubschrauber folgt mir schon exakt gut. Da hinten muss man... Ja, mein Boot ist noch da. Ich glaube, es ist nicht da. Scheiße, nein, es ist nicht da. Mein Boot ist nicht da. Fuck. Pass gut auf, er ist hier. Okay, wir sind wieder reingelaufen. Und schön. So, wir schwimmen einfach mal davon. Gar kein Problem. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Wie, also von den Fixern abzuhauen ist ja wohl das lächerlichste überhaupt, oder? Oder was sagt ihr dazu? Ich finde das echt lächerlich. Sucht überall, er muss hier sein. Ja, natürlich muss ich hier sein. Ich bin einfach verschwunden. Aber jetzt müssen wir erstmal an Land kommen. Und wenn wir erstmal an Land sind, kriegen wir ein Fahrzeug. So eine Scheiße ist weg. Oh, das ist arm. Ich wollte eigentlich Stromausfall provozieren und hast du nicht gesehen? Oh, naja. Kann man nichts machen, ne? Wieso hat's gerade geleckt? Ich glaube, ein Fixer ist hier unterwegs. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Der Typ scheint mir ein bisschen zu auffällig zu sein. Bitte nicht schießen, Mann! Du hast Glück, du bist ein NPC. Oh Mann, das ist nicht gut. Laden wir mal kurz nach. Und stecken die Waffe wieder weg. Komm. Ich hätte schwören können, ich hätte jetzt einen Fixer am Arsch. Aber naja. Ich bin voll misstrauisch und paranoid geworden, ne? So, ich brauche ein Fahrzeug. Oh, Moment, ich kann ja mein eigenes holen, ne? Oh, Waffe wegstecken, Mann. Huh, hat keiner gesehen. Also gut, wieder mal da hinten am Arsch der Welt, ne? Weißt du was, wir nehmen die hier. Gar kein Problem. Bewegung. Okay. Dann wollen wir mal zum Auftrag, ne? Haben wir da irgendwas in der Nähe, was wir einsammeln müssen? Nee, ne? Nee. Gut. Oh, Polizei? Hallo. Wahrscheinlich nur auf Streife, alles gut. Da haben wir ihn doch. Nein, musst du nicht. Sand im Getriebe.
Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies macht. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Okay. Wir werden also die Familie benutzen. Nutzen Sie den Profiler, um Angelo Tokis Nichte zu lokalisieren. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Du bist es nicht. Kannst du mir aber gerne deine Bankdaten geben. Ich finde die 3D-Ansicht auf der Karte ja richtig genial, ne? Guckt euch das an. Wie cool. Ja? Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DedSec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Achso. Angelo Tokus nicht, denn, ne? Das war sie auf jeden Fall nicht. Das da sieht... Nee, die sieht alt aus. Hat kürzlich Adoptionsaustrag ausgefüllt. Also hat er mir Beruhigungsmittel verschrieben. Und zwar die ganz starken. Ich fange mit einer kleinen Dosis an, weil er meint, die machen schnell abhängig. Und du kennst mich ja. Oh Mann, was hast du ihm erzählt? Ich glaube, er übertreibt es ein bisschen. Wie mein Herz rast, wenn das Telefon klingelt. Und dass ich einen Vorpinkler brauche. Ein was? Ich weiß, es ist blöd. Aber ich kann erst pinkeln, wenn ich höre, dass jemand anderes es auch tut. Liebes, ich will jederzeit den Vorpinkler, wenn du einen brauchst. Okay, sie war's nicht. Ich hätte schwören können wegen dem Adoptionsauftrag. Oh. Nee, das war sie auch nicht. Wo ist die denn hier? Okay, Helena. Nun zu dir. Aha. Was für eine Scheiße? Worüber reden wir? Ja. Ich habe gesagt. Achso, ich muss die Ecken. Ja. Ich will sie hacken, hallo? Ah, ich muss weiter weg. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Shit. Abwarten. Oh. Ja. Onkel Angie. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Tja, verkackt. Wo bist du denn, mein Freund? Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du, ja. Da bist du, ja. Hör auf, mir nachzusprechen. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Du wirst meinen Namen kriegen. In die Fresse. Schöner Telefon. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Also gut. Ich denke mal, wir werden es wie beim Konvoi-Auftrag machen, dass wir da irgendwo ihn auflauern. Fährt in meine Richtung, oder?
Ja, fährt in meine Richtung. Gut, suchen wir mal ein schickes Plätzchen für ihn. Tada! Hier blockieren wir alles. Dass er nämlich darüber fahren muss. So, wenn wir beide Spuren hier blockieren, muss er zwangsläufig auf die andere Spur. Würdest du bitte aufhören damit? Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Na komm, Freundchen, komm. Ich glaube, der steht an der roten Ampel. Verzieh dich! Ich will dich nicht. Mann, hackt nicht einfach auf Straßenschilder. Naja. Genau, genau, ja. Um Himmels Willen. Pierce, kannst du kurz? Lass hören. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Du, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesen. Okay, was du nicht sagst. Bestimmt. Auf dem Weg. Komm hin. Ah. Komm her, du Pisser. Da ist er geflogen, wa? Na komm! Oh Gott, hallo! Freunde! Nein! Kannst ohne mich weiterfahren. Fahr auf ihn drauf! Tu es! Shit! Gott, Leute, aus dem Weg! Ich hab die gleichen Fahrzeuge wie ihr! Oh Gott, hör auf zu schießen! Nimm ihn von der Straße! Ich werde dich kriegen, du Arschloch! Du kannst nicht fliehen von mir, ich bin der Hackerstar. Nein! Oh shit. Fahr in den Reihen, los! Oh! Verdammt, brauch einen anderen Wagen! Die Straße ist explodiert! Schieb ihn von der Straße! Okay, das sah ja mal richtig gut aus. Er ist irgendwie aus dem Auto rausgeflogen. Und ja, ich habe ihn gleichzeitig überfahren. Das nenne ich mal fett, ne? Mehr Stunt-Action kann man nicht haben. So, ich brauche unbedingt Akku. Ohne Akku kann ich hier überhaupt nichts machen. Außer irgendwo gegenfahren. Ich werde keine Verbündeten töten. So, ich brauche irgendwas, womit ich sie aufhalten kann. Eine Brücke oder... Oh, das geht auch. Das war scheiße. Das wäre sehr scheiße. Nein, ich wollte doch die Ampel. Oh Gott, ey, das Zielding ins Kirchenzau. Jetzt kann ich die Brücke auch nicht hochheben. Fuck. Mein Auto ist so gut wie im Arsch. Hauptsache, ich fliege noch über alle rüber, ey. Kannst du knicken, Alter. So, das wird sie aufgehalten haben. Ja, ich habe die Spoiler auch gezogen. Können die überhaupt nichts machen. Woo! Wo ist der Bastard? Ich bin weg. Ich kann gar nichts sehen durch den Rauch. Verstärkung ist da. Lassen wir es. Der Kerl ist weg. Flucht erfolgreich. Erledigt. Kein Gefangenentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis, um ein Wörtchen mit diesem Zeugen zu reden. Okay. Sand im Getriebe. Jetzt soll ich da ernsthaft hin? Okay, meinetwegen gehe ich halt in den Knast. Skillpunkt erhalten, okay. Kampf, was haben wir hier? Beschleunigen? Nein, brauche ich nicht, ne? Reduziert durch Kugeln erlittenen Schaden, das brauchen wir. Ganz dringend. So, wie komme ich jetzt in den Knast? Ein Level noch für Akt 1.
Ah, okay, aber... Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsch dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Da ist der Turm. Und zwar werden wir den Rest der Folge dafür sorgen, dass wir den Turm nehmen können. Und ich glaube, wir müssen dafür nach unten. Aua. Hab ich mein Bein verloren? Hab ich mein Bein verloren? Was ist das? Ist ja eklig. Nee, das ist ein Hydrant. Achso, okay. Hä? Die Bürger von Chicago haben genug. Jüngste Umfragen zeigen, die meisten Bürger wünschen sich, dass der sogenannte Rächer mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft wird. Hoppla. Hey, Mann, pass auf! Ich glaube, ich habe es übertrieben mit den Zivilisten töten. So, wie komme ich auf den Turm rauf? Ich will nicht springen, ich will gucken. Hm. Ich verstehe, wir müssen, glaube ich, darauf, ne? Halt's Maul. Hey, pass doch auf. Können wir von hier aus darauf springen? Ja, das ist schön, ja. Von hier aus können wir nichts mehr machen, ne? Das ist scheiße. Das sieht nämlich so aus, als würde ich da durch können. Aber dafür müsst ihr auf irgendeins von diesen Dächern. Jetzt haben wir die Kamera. Das hatten wir doch alles schon. Ich brauche mal was für diesen Monat. Ich habe immer verrückt gezahlt, oder? Darum geht es nicht. Ich verspreche dir, ich verarsche dich diesmal nicht. Sind nur zwei Riesen. Mehr nicht. Du hast es doch, das weiß ich. Du hast doch genug. Wir müssen uns erstmal umschauen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen, ey. Das ist schlecht. Ich glaube nicht, dass die begehbar sind. Oder dass sie für genutzt werden sollten, darauf zu gehen. Oh Gott, das könnte komplizierter werden, als ich dachte. Ich will wenigstens einen Lösungsanfang haben, bevor ich die Folge hier beende. Geht doch nicht. Wir haben hier eine Kamera. Da können wir auf die Kamera. Da haben wir auch noch eine Kamera. Okay, Moment, hier ist ein Parkplatz. Hier ist ein Parkplatz. Achso, eine Unterhaltung. Moment, lass uns mal auf den Parkplatz raufgehen, würde ich sagen, ne? Ja, perfekt. Huch, die Tür geht auf, oder? Ich kann weiter runter. Kann ich in das Gebäude reingehen? Fragezeichen. Punkt, Punkt. Kein Plan, was ich hier gerade mache. Nein, wir müssen die Treppe hochlaufen. Geht nicht. Wir müssen aufs Dach. Oh, ich höre hier überall Gespräche. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ist das nervtötend. Es ist genauso als, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ich glaube, Bruce Allmächtig, wo er die ganzen Stimmen plötzlich in seinem Kopf gehört hat, weil er Gott war. So komme ich mir gerade vor. So, hier sind wir also auf dem Dach. Von hier aus kommen wir aber schlecht weiter, ne? Aber wenigstens haben wir eine Sicht. Wir müssen aufs Dach. Ganz klare Sache. Aber, ich hab's gerade verkackt. Ach nee, wir müssen... Das gibt's doch nicht.
Wir können das Ding nicht knacken. Schräg. Da sind wir also wieder hier unten, ja? Oh, das könnte kompliziert werden, hier durchzukommen. Alter Schwede. Da ist das Ding ins Kirchens, ne? Leider können wir nicht so weit springen. Jetzt hätte ich es getan. Gut, Plan B würde ich sagen. Wir nehmen eine Abkürzung nach unten. Ja. Wow. Ich wäre fast auf dem Zug gelandet. Wie geil wäre das denn gewesen, Alter. Wie kommen wir da hoch, ey? Kann doch nicht so schwer sein. Gibt's hier vielleicht eine Treppe oder so? Na ja, Freunde, ich würde sagen, wir werden morgen weiter mehr herausfinden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.